Herzlich willkommen zu Folge 37 des MLK-Projekts von Tidera mit mir, RSG. In der letzten Folge haben wir mal eben den Chaos Guardian geklatscht, wofür wir uns natürlich erstmal eine gute Rüstung basteln mussten und haben uns damit ein paar Chaos Shards besorgt, die wir dank dieses wunderschönen Blockes hier jetzt nie wieder aus dem Chaos Drachen rausholen müssen, sondern einfach nur mit 1,5 Billion RF, also Milliarden RF, duplizieren können, beziehungsweise sogar vervierfachen können. Also natürlich noch mit ein paar Chipsets, aber kommt, die kosten ja nix. In dieser Folge möchte ich diese Chaos Shards anwenden, um mir den letzten Tier an Fusion Injector zu basteln und damit den letzten Tier an Upgrades für unsere Rüstung. Und dann können wir eigentlich nochmal ein bisschen mehr Endgame Content uns angucken, nämlich den ultimativen Endgame Content, die Avaritia Mod. Zuerst mal basteln wir uns kurz die Fusion Injector, wofür wir folgende Items brauchen. Wir brauchen 4 Awakened Ingots und wir brauchen 4 Awakened Cores. Und dann schmeißen wir eine Chaos Shard in die Mitte und bekommen damit einen Chaotic Core, der wiederum aber auch noch ganze 800 Millionen RF kostet, weshalb dieser Vorgang echt ewig dauert. Denn unsere Kristalle halten ja gerade mal 64 Millionen RF und jedes Mal, wenn ich die beschleunige, ziehen die mal eben ihren Buffer leer und dann ist wieder Schluss. Dann ist wieder alles durch. Das heißt also, es dauert echt ewig, diese schönen Teile zu craften, selbst mit dem Acceleration Wand, weil eben einfach die RF-Mengen so unendlich gigantisch sind. Aber dafür haben wir dann eben auch bald den besten Tier, der überhaupt möglich ist. Und können cooles Zeug damit basteln. Heißt also, wir haben jetzt schon, wow, ganze 28%. Das ist ja, echt, ist ja fast schon viel. Also, wow, ich bin ja fast beeindruckt von der Menge an Energie, die hier fließt. Ich meine, klar, es hilft nicht, dass wir hier nebenbei das Ding noch immer befüllen. Das ist natürlich auch noch klar. Das sieht natürlich auch nicht wenig, aber ja, vielleicht sollte ich den eigentlich mal abschalten oder so. Kann ich das einfach mal ganz kurz machen? Einmal ganz kurz den abschalten und dann damit ein bisschen schneller das Ganze machen. Ich einfach sage, hey, ich markiere den mal und sage, ey, du bist mal ganz kurz broken, dann solltest du doch eigentlich jetzt ein bisschen schneller sein, oder? Wenn ich dich jetzt ein bisschen powere, solltest du doch eigentlich ein bisschen schneller deine Energie an das Ding abgeben, oder? Das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Jetzt sind wir nämlich schon mal immerhin bei 50% und der beamt ja jetzt schon ordentlich rüber. Heißt, vielleicht haben wir dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Ja, komm, 62% und dann sind wir auch gleich fertig. So, das müsste es fast sein. Wir sind jetzt bei 95%, also noch einmal ganz kurz hier klicken und einmal ganz kurz hier klicken und wir sollten eigentlich die 100% erreichen können und schwupps das Crafting durchführen. Und zack, haben wir unseren Chaotic Core, den ich natürlich auch schon entsprechend konfiguriert habe, dass er automatisch reingezogen wird. Und nun können wir die Aufwertung vornehmen zu den Chaotic Infusion Injector Teilen. Dafür müssen wir natürlich erstmal abbauen. Und dann entsprechend hier reinschmeißen, das Teil. Dann brauchen wir einen Chaotic Core und 1, 2, 3, 4 Diamanten und noch ein Dragon Egg. Und dann können wir eigentlich die hier alle schon mal abbauen und auch alle schon mal laufen lassen. Zack, start und mach mal hinne, du liebes Teil. Wie viel kosten die? Das scheint nicht so teuer zu sein, das Upgrade. Ja, das sind nur 48 Millionen RF. Das geht mit einem Kristall voll. Deswegen geht es auch so schnell gerade, weil es halt mit einem Kristall voll einfach möglich ist. So, zack, einmal das Crafting und dann haben wir unseren ersten Chaotic Fusion Crafting Injector. Setzen den wieder hin und können ganz viel Spaß haben. Ich weiß gar nicht, ob der Kristall das automatisch aktualisiert. Wenn ich den jetzt wieder da dran mache, geht das automatisch? Ja, der bleibt dann auch dran. Okay, dann ist ja gut. Dann kann ich mich ja freuen. Dann mache ich die nochmal eben fertig, die restlichen, und dann können wir uns noch ein paar Upgrades basteln. So, alles schön aufgehört. Damit also weiter zu den Upgrades, für die wir natürlich den Key benötigen. Dann einen Chaotic Core, zwei Dragon Eggs, zwei Awakened Cores und zwei Wyvern Cores. Wenn wir jetzt also unsere Rüstung zum Beispiel oder unseren Bogen, sagen wir einfach mal da reinlegen, sagt er uns Upgrade Level too high for this item. Das ist komisch. Und eigentlich sollte man die Sachen ja craften können. Wobei, mich hat das schon gewundert, dass hier die Items einfach unsichtbar sind. Also eigentlich müsste das Upgrade so funktionieren. Eigentlich. Aber es ist anscheinend noch nicht implementiert. Also, vielleicht ist es eine Implementationssache, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. I don't really know. Aber das Rezept hier hat ja funktioniert. Gut, das ist ja auch notierter Connect. Und ich gehe davon aus, dass das hier funktionieren wird. Aber, das heißt, ich gehe auch mal davon aus, dass das funktioniert wird. Also können wir wenigstens vielleicht ein Upgrade machen. Nämlich wenigstens unseren Draconic Flux gebessert, oder? Ja, seht ihr, das funktioniert. Das funktioniert einwandfrei. Das finde ich natürlich voll geil. Dann machen wir das halt auch noch. Wenigstens. Dann haben wir wenigstens ein Upgrade gemacht. Denn die anderen scheinen alle wirklich noch nicht implementiert zu sein. Das ist
Ungeil, denn jetzt habe ich 19 Cores umsonst gecraftet. Und ihr habt gerade gesehen, wie lange das dauert, diese Scheißdinger zu craften. Und wie lange es vor allem dauert, auch diese Scheißscherben hier herzustellen. Denn auch die dauern ja noch ewig. Naja, egal. So what? Wir kommen drauf klar. Jetzt brauchen wir noch ganz viel Energie. Und dann, oh Gott, wie viel brauchen wir für ein Upgrade? Das kostet sicherlich richtig viel, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Was? 2 Milliarden RF mit 48 Millionen noch dazu, das ist ja egal. Okay, ich komme in ein paar Stunden wieder. Also bei 99% sind wir schon mal. 99,187, um genau zu sein, wenn ihr nämlich Shift gedrückt habt, könnt ihr die exakte Prozentzahl sehen. Also so lange kann das doch jetzt nicht mehr dauern, oder? Ich meine, ein ganz bisschen vielleicht, aber oh komm, so lange kann das doch jetzt eigentlich nicht mehr dauern, bis wir bei 100% sind, oder? Oh Gott, okay. 2 Durchläufe für 1%-Punkt. Das ist doch mal ganz angenehm, oder? Haben wir es jetzt endlich? Danke! Hui! Crafting! Und? Bumm! Upgrade. Okay, ich bin im Nachhinein doch sehr froh, dass ich das nicht mehr als einmal machen muss. Heilige Mutter Gottes. Ah, keine Ahnung. Ich meine, heilige Mutter eines netten Herrn, der wahrscheinlich nicht einmal existiert. Warum sagen eigentlich alle, dass Gott ein Mann sein müsste? Kann das nicht auch eine Frau sein? Oder ein Diverses? Wer legt das eigentlich fest? Es ist schwachsinnig. Ja, es ist so schwachsinnig. Oh, guck mal, wir kriegen hier gar keine Energie. Ich sollte vielleicht mal die Energie wieder anschließen. Boop. Jetzt kriegen wir auch wieder Energie. Ja. Und wie viel haben wir überhaupt bekommen? Das ist nochmal die andere Frage. Wir haben, ja, von 650 auf 768 Millionen RF. Das lohnt sich extrem. Wow, also, ja. Okay, die Kerlek-Upgrades sind halt etwas, das existiert und doch nicht existiert, was noch nicht implementiert ist. Vielleicht wahrscheinlich, wenn ich eine neue Version von der Connect installieren würde, aber ganz ehrlich, ich bin zu faul, den Server nochmal aufzuwerten, denn dafür benutze ich ihn wahrscheinlich nicht mehr lange genug. Also haben wir wenigstens jetzt ein Chaotic-Upgrade gemacht und gesehen, wie unendlich, unglaublich übertrieben lange das dauert, überhaupt irgendwas damit auf die Reihe zu bekommen. Und dann können wir uns jetzt mit einer neuen Mod noch beschäftigen. Nämlich, wie schon am Anfang erwähnt, der ultimativen Endgame-Mod, Avaritia. Und um mit Avaritia anzufangen, benötigen wir zuerst einmal ein Extreme Crafting Table, das Ding hier, auch Dire Crafting Table genannt, denn er hat ein Crafting Grid von 9x9 Feldern für die ganzen übertriebenen Items, die Avaritia so benötigt. Einfach nochmal als kleiner Auszug, ein Infinity Catalyst kostet all dieses wunderschöne Zeug, was einem nicht viel sagt, wenn man sich nicht anguckt, dass zum Beispiel Cosmic Meatballs das hier, sondern der Ultimate Stew das kostet, oder eine, keine Ahnung, Flux Singularity 24.750 Blocks auf Flux Electrum Block braucht. Also auf Flux Electrum braucht. Yay. Aber zuerst einmal, wie gesagt, der Extreme Crafting Table. Dafür benötigen wir zuerst einmal einen neuen Compressed Crafting Table, wofür wir erstmal mehr Crafting Table an sich benötigen, weil wir nicht genug Crafting Table haben. Es ist schon echt bitter, dass es an den Crafting Table schon scheitert. Und davon 9 Stück zusammen ergibt ein Double Compressed Crafting Table. Und nun benötigen wir noch 9 Crystal Matrix Ingots. Und da das hier ein Telera Pack ist, brauchen wir für die Crystal Matrix Ingot ein EFAB Grid. Ich habe das S vergessen. Und wiederum dann 3 Zenite Gemstones, 4 Diamond Lettuces und 2 Nether Stars. Ich glaube, die Zenite Gemstones sind neu und der Rest ist tatsächlich sogar richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, bin mir aber nicht ganz sicher. Und Diamond, das ist aber nur 5 Diamanten, also basically kostenlos. Und zum Glück war ich aber so schlau und habe schon mal ein bisschen vorgesorgt. Heißt also, wenn wir einmal ganz kurz in Tileras Bereich wieder zurückgehen, wo erstmal Explosionen stattfinden, warum auch immer, aber dann wir hier den EFAB Grid haben, seht ihr schon, dass ich schon ein paar Crystal Matrix Ingots vorbereitet habe. Beziehungsweise, ich glaube, das war zum größten Teil sogar schon Tileras, aber da der sowieso nicht mehr spielt, ja. Nehme ich mir einfach mal die Freiheit, denn ich habe schließlich das Mana erzeugt. Ich habe dafür gesorgt, dass wir hier überhaupt Mana haben, mit dem automatischen Mana-System, was ich mir gebastelt habe, damit wir wenigstens ein bisschen Mana haben, die Dinge auch herzustellen. Und ganz ehrlich, ich kann dir die notfalls auch geben und dann mache ich mal selber welche, denn ich meine, ich kann mir auch einfach mal ein paar Stacks Nether Stars craften und so die Diamond Letters sind jetzt auch nicht so das große Problem. Die kosten ja auch nur Diamanten. Ich meine, das sind schon Diamanten. Zack, mal kurz ein Stack davon gemacht. Kostet ja nichts. Und Nether Stars sollten wir vielleicht inzwischen auch schon ein paar haben. Okay, gut, die craften langsamer. Und ich weiß nicht, wie viel Zenite wir haben, aber auf jeden Fall ist es auch nicht gerade wenig. Also, pff, so what? Hier kriegst du noch ein paar dazu geschenkt. Hier, komm, zack. Und die gebe ich auch nochmal da rein. Und dann benutze ich so viele, wie ich brauche. Und den Rest kann er selber haben. Dafür müssen wir natürlich aber erstmal wieder Start drücken, damit das Ganze überhaupt anfängt. Und hier die Mana Splitter wieder ihren Job machen. Und ich denke mal, da die Mana Splitter langsam sind,
werde ich nochmal wieder ein bisschen nett sein. Und wisst ihr was? Es gibt ja wohl so eine schöne Mana-Spreader. Und die besten Mana-Spreader sind natürlich die Gaia-Mana-Spreader. Also, warum eigentlich machen wir uns die Mühe, mit normalen Mana-Spreadern zu arbeiten? Wir haben es ja, wir spielen ja schon ein bisschen. Wir können uns auch gleich Gaia-Mana-Spreader leisten. Also, kack auf diese blöden Mistdinger hier. Na komm, bau ab und stell mal einen vernünftigen Mana-Spreader dahin, denn sonst ist es ja nicht anzugucken, wie lahmarschig das Ganze hier läuft. Und der schießt trotzdem einen grünen Strahl, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ein Gaia-Mana-Spreader, die schießen keine grünen Strahlen, die schießen doch eigentlich auch die rosanen. Naja, egal. Kann ich mir mal eben einen neuen World of the Forest craften, weil ich zu faul bin, zurück zu einer Base zu gehen, um einen zu benutzen? Oh, cool, ich habe sogar noch Twigs. Also, kann man mal ganz kurz. Petals. Petal. Orange und Grün. Dann stelle ich hier einfach auch nochmal einen Wand hin, den ich dann benutze. So rum natürlich. Und dann können wir hier eigentlich mal kurz gucken. Ja, okay, der funktioniert aber. Naja, gut. Dann bauen wir den hier nochmal ab. Denn der ist natürlich auch sinnlos. Und den hier auch, denn der ist auch sinnlos. Und wisst ihr was? Das hier ist ja auch nur ein Elf und den bauen wir auch nochmal schnell ab. Da habe ich auch schon so eine Resistance Potency Dance reingeschmissen, denn warum nicht? Wir können es uns ja leisten. Dann bauen wir also nochmal einen Elfen Mana Spreader. Oder zwei. Und werten die nochmal schnell auf zu Gaia Mana Spreader. Dann einfach, ne? Ist ja alles billig. Zack. Und du einmal dahin und du einmal dahin. Natürlich. Müssen wir dafür einen Mana Spreader benutzen? Du einmal dahin und du einmal dahin. So. Jetzt haben wir vernünftige Geschwindigkeiten für den ganzen Mana-Kram. Wunderschön. Und damit bekommen wir jetzt langsam aber sicher unsere Crystal Matrix Ingots. In der Zwischenzeit sollten vielleicht auch die Nether Stars fertig sein. Hallo? Bitte lass mich auch die Nether Stars aus dem System holen. Nether Stars, wunderschön. Und dann crafte ich davon mal ein paar. Oder lasse ich davon mal ein paar off-camera craften. Und ein paar gefüllte und wieder entleerte Mana-Tablets später haben wir ein paar Crystal Matrix Ingots, auch durch die Hilfe von drei Gaia-Mana-Spreader, die gleichzeitig auf das Teil hier gerichtet sind, was ein bisschen schneller das Ganze macht. Und zusätzlich der Shift-Linksklick-Funktion, die das Rezept einfach automatisch im Dauerbetrieb laufen lässt, solange bis alle Ressourcen aufgebraucht sind. Sehr, sehr praktische Sache. Und ich habe natürlich die Chunks hier jetzt auch nochmal kurz geladen. Dass das Ding auch nochmal weiterläuft, sodass ich jetzt gemütlich nach Hause gehen kann und schon mal weitermachen kann mit den Crystal Matrix Ingots, die ich mir jetzt schon mal besorgt habe. Also, als allererstes natürlich 8 Stück, die wir brauchen für den Extreme Crafting Table. Ich wollte ihn gerade schon Dire Crafting Table wieder nennen. Und dann, das Ding braucht doch gar keine, doch das braucht Energie. Warum steht denn das dann hier, wenn da hinten unsere Ecke eigentlich für den ganzen, naja, ist ja auch egal. Wo stelle ich ihn am besten hin? Keine Ahnung, wo stelle ich das Ding hin? Jetzt da ich weiß, dass der auch von unten ein Crafting-Fenster hat, würde ich sagen, einfach dahin. Das sieht zwar ein bisschen strange aus, aber nicht komplett scheiße, also lassen wir ihn da jetzt einfach stehen. Und basteln uns unser erstes richtiges, wichtiges Maschinchen, nämlich den Neutron Collector. Und coolerweise gibt es tatsächlich sogar den Move Items Button. Läuft, ne? Läuft. Heißt also, wir brauchen ein paar Blocks of Iron. Ich habe mich anscheinend ein bisschen verrechnet. Ein paar Blocks of Redstone und ein paar Crystal Matrix Ingots. 8, um genau zu sein. Und dann haben wir unseren Neutron Collector. Zack. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich den noch nie benutzt habe. Also habe ich gar keine Ahnung, wie der funktioniert. Also stellen wir ihn mal hin und gucken ihn uns an. Okay. Er hat einfach Progress und läuft wahrscheinlich einfach vollautomatisch, ne? Ja, okay, der läuft einfach von ganz alleine, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Das ist cool. Denn das heißt so viel wie, ich werde ihn irgendwo hinstellen und einfach mit dem Wand Rechtsklick gedrückt halten. Ich würde mal sagen, vielleicht, keine Ahnung, wo stelle ich ihn am besten hin? Wieder mal eine Frage. Tja, ich würde sagen, einfach hier hin, wo wir relativ schnell mit dem Acceleration Wand ein klein wenig generieren können. Und dann sollten wir schon fast einen haben. Mal sehen, was wir überhaupt bekommen daraus. Ich würde sagen, die Pile of Neutrons. Ich würde sagen, die Pile of Neutrons. Das ist natürlich wunderschön. Trying to think about it. Ja, da hast du recht. Dann brauchen wir 9 Stück davon für Neutronium Nugget, wovon wir 1 benötigen und wir brauchen auch noch ein Neutronium Ingot und wir brauchen die Pile of Neutrons auch nochmal. Neutronium Ingot ist natürlich 9 Neutronium. Also brauchen wir 81 von diesen Dingern. Oh Gott, das wird spaßig. Na, dann brauchen wir halt einfach mehr von den Dingern hier. Das sollte ja auch kein Problem sein. So teuer sind die jetzt ja auch nicht. Die Crystal Matrix Ingots müssen wir dann halt einfach nochmal dafür opfern. Vorher aber wollen wir als erstes das Ding hier haben, den Neutronium Compressor, wofür wir, oh Gott, auch noch einen Neutronium Block brauchen. Ahahaha. Okay, das werden eine Menge Neutronium-Sachen. Ich bin schon fast am Überlegen, ob ich mir einfach mal die Mühe machen soll, das Ding zu duplizieren. Kann ich das überhaupt duplizieren? Okay, ich kann das wenigstens duplizieren.
Ich wollte gerade sagen, das würde vielleicht nicht gehen, aber es geht zum Glück. Gut, dann schmeißen wir auch mal die Chaos Shards weg, denn ganz ehrlich, die brauchen wir sowieso nicht. Und nehmen das Ding da rein und perfekt. Dann kann er jetzt bitte die Dinger duplizieren. Das ist wahrscheinlich effektiver, als die zu versuchen, hier manuell herzustellen. Und wenn wir alles zusammen haben, können wir die Neutronium-Barren, die Neutronium-Blocks einfach duplizieren, ne? Ja, ich denke mal, die können wir dann einfach duplizieren und dann können wir sie wieder uncraften, oder? Ja, okay. Dann brauchen wir ja wenigstens nur einmal, den die ganze Arbeit machen, ne? Das ist dann ja wenigstens ein bisschen schneller. Also werde ich jetzt hier eine Weile so stehen und Spaß haben und dann können wir die nächsten Schritte machen. Und zwar natürlich als erstes die Pile of Neutrons zu einem Neutronium Nugget konvertieren und das wiederum duplizieren, statt dass wir nur die Dinger duplizieren. Und die nächste Stufe ist erreicht. Einmal noch ein letztes Neutronium Nugget und dann können wir uns den ersten Neutronium Ingot herstellen. Woo! Und auch den wieder natürlich verdoppeln, damit wir wieder schneller verdoppeln. Denn verdoppeln ist toll. Also vervierfachen eigentlich, ja, natürlich. Und schon lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, die Piles of Neutrons überhaupt zu collecten, denn spätestens jetzt, wo ich 10 Neutronium Ingots habe, kann ich mir den Block basteln und den jetzt auch noch wieder duplizieren und dann geht das Ganze nochmal schneller und damit ein gutes Stückchen schneller, als die Dinger hier jemals sein werden. Ein Hoch auf dieses wunderschöne Gerät. Ich liebe es einfach. Es ist ein so schönes Teil. Es ist einfach wunderschön. Mit dem einzigen Nachteil, dass es einfach nur ewig braucht. Naja, wie alles auf diesem Server. Aber hey, Neutronium Blocks können wir jetzt also auch in angemessenen Massen herstellen. Und dank der kleinen Automatisierung, die ich noch gar nicht erklärt habe, die aber halt einfach nur ein Servo ist, der das wieder reinfüllt, denn nur von oben kann man was reinfüllen. Ja, läuft das alles jetzt automatisch und wird automatisch verdoppelt, bis irgendwann irgendwas in dieser Kiste landet, wie zum Beispiel die Chaos Shards, die ich hier manuell reingepackt habe. Aber wenn hier halt irgendwann mal ein Stack sein sollte von irgendwas, dann können wir damit auch Spaß haben. Gut, also müssen wir jetzt noch den einmal verdoppeln und dann können wir uns das Teil, ach ja, noch nicht ganz leisten, wir müssen den mindestens, doch, wir müssen den nur einmal verdoppeln, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16. Okay, wir müssen ihn mehr als einmal verdoppeln, wir müssen ihn mindestens dreimal verdoppeln. Wir bekommen ja 4. Also passt doch alles wunderbar, denn jetzt haben wir ja schon 19 Ingots und einen hatte ich ja noch übrig. Und außerdem habe ich auch die Crystal Matrix einfach mal als Blocke gecraftet und auch die nochmal verdoppelt, um auch davon ein paar mehr Ingots zu haben. Denn warum nicht? Und jetzt willst du mir nicht erzählen, dass man die nicht uncraften kann, oder? Okay, man kann die wenigstens irgendwie uncraften, aber augenscheinlich wird normal uncrafted, dafür braucht man so einen Teil. Okay, Factorizer, dann basteln wir uns den halt mal eben. Ich dachte, man kann die einfach so uncraften, aber gut, dass es eine Maschine gibt, die das auch einfach so kann. Factorizer aus dem Expansion. Okay, das braucht einen so einen Device-Frame. Den können wir zum Glück einfach so craften. Das macht es ein bisschen einfacher, dann brauchen wir das Autocraft nicht erst starten. So, und dann stellen wir den einfach irgendwo hin. Das Ding braucht wahrscheinlich Energie. Ne, brauchst nicht mal. Dann schmeißen wir dich jetzt da rein und können wir nicht mal. Warum können wir dich jetzt da nicht reinschmeißen, obwohl du sagst, dass du es kannst? Ich hasse dich. Wahrscheinlich, weil du im Split-Modus sein musst. Perfekt. Und jetzt einmal zack, bitte. So, mach hinne. Warum? Ach so, wahrscheinlich, weil du trotzdem doch RF brauchst, oder? Click Button to change modes, show recipes. Warum machst du jetzt nichts? Du sollst was tun. Dann versuchen wir es mal mit Energie. Kannst du Energie annehmen? Nö, kannst du nicht. Okay, dann, ja. Keine Ahnung, was ist denn mit Detail los, das jetzt macht. Das ist böse. Okay, Glück gehabt, das war nur mal wieder die Tickrate unseres Servers, die extrem lahmarschig war. Aber dann können wir uns ja jetzt aus Avaritia das nächste Teil craften, nämlich den Neutronium-Kompressor, wofür wir jetzt nur noch drei Hopper brauchen, die ich natürlich komplett verpeilt habe, dass ich sie brauche. Also mal schnell drei Hopper, das sollte ja hoffentlich nicht allzu lange dauern, denn unser Crafting-System ist ja auch so unglaublich schnell. Ich will mal ganz kurz wissen, CUFH TPS sagt, oh, ich habe sogar 20 TPS, und das bei 32 Millisekunden, das ist ja fast schon schnell. Heieiei. Das ist ja, wow, sonst habe ich hier so 40 Millisekunden im Durchschnitt. Aber naja, also Neutronium Kompressor wollen wir jetzt haben. Zack. Und mit dem können wir jetzt eigentlich überhaupt was herstellen. Wofür brauche ich den? Ach ja, genau, für die Singularities brauche ich den ja. Die mache ich am besten mit dem Export-Bus, oder? Denn sonst dauert das ja 3 Milliarden Jahre, bis wir damit irgendwas fertig haben. Und wo habe ich sowieso schon gerade einen ME-Anschluss? Genau hier hinten irgendwo. Also kann ich das eigentlich auch hier hinstellen. Oder wisst ihr was? Ich könnte den auch unten hinstellen. Ah, ich guck mal. Vielleicht stelle ich ihn noch ganz woanders hin. Und zwar vielleicht einfach hier. Denn hier kann ich relativ leicht mit dem Exporter dran. Und das alles schön ordentlich anschließen. Also, wofür machen wir das Ganze überhaupt? Ganz einfach, um in Avaritia irgendwas Vernünftiges basteln zu können, brauchen wir Infinity Ingots und
Dafür und auch für andere Crafting-Sets noch zusätzlich die Infinity Catalysts. Und für die brauchen wir nicht nur eben die Neutronium Ingots, Nuggets und Pearls of Neutron, sondern auch noch Singularities von vielen, vielen verschiedenen Ressourcen, die wir alle wunderschön herstellen können mit unseren Blumen dort unten. Und für die Singularities wiederum brauchen wir eben einen Neutronium-Compressor, in den Blocks dieses Material rein müssen, und zwar im Fall von Eisen zum Beispiel 27.450 Stück, im Fall von Gold 25.650, im Fall von Lapis auch und bei Redstone sind es vielleicht ein bisschen mehr. Woraus genau sich das berechnet, keine Ahnung, aber es sind halt immer wieder unterschiedliche Mengen, aber wir bekommen dann am Ende irgendwann eine wunderschöne Singularity. Nur Platinum und Iridium sind gar nicht drin, aber die brauchen wir ja auch nicht für dieses Teil hier, oder? Nein, brauchen wir nicht. Wunderschön. Wir brauchen nur noch mal einen Block of Enduring, Block of Steel und Block of Dark Steel, aber das ist ja nun wirklich nicht gerade sehr schwer. Heißt also, wir fangen mal mit Iron an und dann können wir die Singularity ja einfach umstellen. Dann nehmen wir einfach die nächste, denn ich hoffe mal einfach, dass wir das Ding duplizieren können. Und wenn nicht, dann duplizieren wir halt die Singularities einzeln. Heißt also, wir schmeißen hier einfach mal einen Block auf Iron rein und dann sollten wir sehen, dass das Ding auf Iron eingestellt wird. Perfekt. Und wir jetzt nur noch 27.449 Iron Blocks brauchen, um die Iron Singularity zu bekommen. Also stellen wir hier einfach Iron ein, mit einem Stack-Upgrade, zwei Speed-Upgrades und einem Crafting-Upgrade. Und dann sollten wir hier ganz gemütlich unsere Mengen bekommen. Und natürlich können wir auch das wieder beschleunigen. Schwuppdiwupp, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Und Alter, das reicht nicht mal aus. Und das war ja mein Blinkspell. Nicht, dass ich was ich wollte. Und dann kommt das hier wieder weg. Also wieder ein bisschen warten. Später haben wir hoffentlich dann gleich eine Singularity davon. Oder auch gleich ein paar mehr, denn die eine einzige Iron Singularity hat schon so unglaublich lange gedauert, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach off-camera, das ganze Zeug, und benutze noch einen kleinen Trick, damit wir die ein bisschen schneller bekommen. Denn nur die Seeds alleine hätten gerade für Emerald und Diamond extrem lange gebraucht. Nochmal besonders für Emerald, denn wir bekommen gerade mal einen Emerald aus neuen Essenzen und die Essenzen wachsen dann ja auch noch extrem langsam. Heißt also, ich habe noch ein bisschen Hilfe mir geholt von Project E. Indem ich mir ein Transmutation Tablet gebastelt habe. Das Ding hier oben. Dieses wunderschöne Gerät, mit dem Philosopher's Stone den mir Tilera zum Glück verschafft hat, denn sonst hätte ich ihn ja gar nicht bauen können. Aber zum Glück war Tilera nett und hat mir das halt gegeben. Und damit haben wir nämlich die sogenannten EMC freigeschaltet. Und EMC heißt halt einfach, dass wir alles in alles umwandeln können, was EMC hat. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, ich habe hier einen Item-Duplizierer und habe mir das Item genommen, was am meisten EMC hat, nämlich ein Red Matter Furnace. Den craften wir aus drei Red Matter Blocks und einem Dark Matter Furnace. Ein Red Matter Block sind vier Red Matter und ein Red Matter sind drei Dark Matter und sechs Eternalus Fuel. Dann haben wir den Dark Matter Furnace, der acht Dark Matter Blocks hat. Ein Dark Matter Block ist vier Dark Matter. Und ein Dark Matter craft ihr mit acht Eternalus Fuel und einem Block of Diamond. Wiederum, Eternalus Fuel ist halt einfach der Wert eines Diamanten. Ihr seht es hier, ein Diamant hat auch 8192 die EMC und ein Eternal Steel halt auch. Aber Eternal Steel als erstes herstellen tut ihr natürlich, indem ihr Mobius Fuel vierfach kombiniert. Mobius Fuel sind 4 Alchemical Coal und Alchemical Coal sind 4 Coal. Heißt also, ihr könnt dann halt damit das Ganze hochspielen. Das habe ich einmal gemacht, denn dafür hatte ich locker die Ressourcen, habe mir ein Red Matter Furnace dann gebastelt und habe den einfach hier reingeschmissen und mir dann damit jetzt ein paar EMC generiert, wie ihr seht. Heißt also, ich nehme die jetzt mal alle raus und jetzt haben wir auf jeden Fall fürs Erste genug. Sonst verschwenden wir so viel RF. So, und der Circuit kann eigentlich. Nein, nicht Leaderboards, ich wollte die Trashcan, aber der Circuit kann weg. Und dann habe ich die einfach hier mit dem Shift-Click reingeschmissen, zack, zack, zack. Und dann seht ihr, haben wir mal eben 4 Milliarden EMC. 4 Milliarden 159 Millionen 24.821 EMC. Ja. Und zum Vergleich, ein Block of Emerald hat 147.456 EMC, ein Block of Diamond 73.728. Also Emerald ist auch nochmal ein gutes Stückchen mehr wert. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, ich habe mal halt einfach ein paar Stacks Emerald hier so rausgeholt und ins System geschmissen und dann eben den Export-Bus die restliche Arbeit machen lassen. Das war dann die Möglichkeit, die ich verwendet habe. Und bei einigen Blocks ging das aber nicht so einfach. Und einen davon habe ich mir extra aufbewahrt, als sozusagen freie Sache. Denn hier haben wir jetzt zum Beispiel schon Blocks of Emerald, das ist halt das letzte, was ich gerade gemacht habe. Und eine Singularity müssen wir nämlich noch herstellen, die habe ich noch nicht gemacht. Und zwar brauchen wir jetzt noch eine Silver Singularity. Denn wenn ihr hier mal reinguckt, fehlen noch genau zwei der Singularities, nämlich die Flux Electrum und die Silver Singularity. Und für Silver gibt es aber einen kleinen Trick. Denn bei Silver, wenn wir da mal reingucken, bekommen wir Silver Blocks aus Industrial Craft, wenn wir die zusammen craften. Das Problem an den Silver Blocks aus Industrial Craft ist,
Wie ihr seht, die haben keine EMC-Werte. Das ist dämlich, denn wir brauchen EMC, damit wir irgendwas damit machen können. Das heißt also, was wir machen müssen, ist natürlich, dass wir die irgendwie umwandeln müssen, damit sie EMC haben. Denn eigentlich hat Silber ja EMC. Es ist ja nicht so, als hätte Silber gar keine EMC. Es ist einfach nur so, dass... das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass das da reinkommt. Hör auf. Ich mach das jetzt raus. Daran kümmern wir uns gleich noch. Aber Silber hat eben keine EMC in der Form. Aber was wir machen können, ist, dass wir das Forge-Lexikon nehmen. Das Ding hier. Dann V drücken, um es zu aktivieren. Und dann können wir durch diesen Modus hier anschmeißen. Da können wir unsere Silver Blocks reinschmeißen und können die Thermal Expansion oder Thermal Foundation Silver Blocks auswählen. Die haben dann EMC. Dann konvertieren wir das einfach mit Klick auf den Pfeil. Und dann haben wir Blocks of Silver, die jetzt natürlich EMC haben. Die können wir dann jetzt hier reinschmeißen. Dann lernt der Table die. Und dann können wir sie uns rausziehen. Nicht Blocks of Tin. Ich möchte die Blocks of Silver. Wo sind denn die Blocks of Silver? Das ist Lead. Das ist Silver. Genau. Können wir also einfach hier jetzt rausziehen. So. Und können die dann, wenn wir sie einmal hier reingeschmissen haben, gleich verwenden. Heißt so einmal hier mit in den Export-Bus. Und dann können wir sie alle hier reinschmeißen. Und dann sollten die auch nach und nach mit hier reingeschmissen werden. Denn das Ding hier nimmt jegliche Art von Silver-Blocks an. Heißt also eigentlich sollten wir sehen, genau, dass hier die Silver-Blocks dann rausgezogen werden können. Und hier dann auch reingepackt werden können, sollten eigentlich. Silver-Blocks. Achso, vielleicht sollte ich dafür auch nochmal hier den Extract wieder anschalten. Und deswegen wurden ja auch die Flux-Blocks zum Glück nicht rausgezogen. So, und dann sollten wir nämlich sehen, wie hier eben die Silver-Blocks reingeschoben werden und dann entsprechend vom Neutronium Compressor verarbeitet werden, sodass wir nach und nach auch davon eine Singularity haben sollten. Und die zweite Singularity, die wesentlich schwieriger war als erwartet, war dann, wie ihr schon sicherlich euch gedacht haben könntet, die Flux-Singularity. Die habe ich jetzt aber auch. Und das Problem an der Flux-Singularity war, dass Flux-Electron-Blocks, wie ihr seht, keinen EMC-Wert haben. Genauso wenig wie Flux-Electron-Ingots oder irgendwas anderes aus dem Zeug. Das heißt also, entweder hätte ich Redstone, Gold und Silber oder Redstone und Electrum per EMC herstellen müssen, denn Electrum hat EMC, zumindest die Barren haben EMC, da, die haben EMC, oder aber ich musste halt irgendwie die Dinger manuell herstellen. Und das habe ich natürlich getan, denn ich hatte keine Lust, die irgendwie nochmal in der Maschine herzustellen. Was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, ich habe die hier in Massen angepflanzt. Warum auch immer da jetzt ein Holystone-Block fehlt. Ich habe einfach 6 Seeds gecraftet und die einfach auf unsere unglaublich schnelle Variante hingestellt, denn hier haben wir ja unsere ganzen Accelerator drunter und das hat dann gereicht, um innerhalb von ein, zwei Tagen, die ich das einfach laufen lassen habe, den Server, die Flux Singularity dann zu produzieren. Deswegen ist auch die so extrem hoch mit den zusätzlichen Items, wohingegen hier halt nur so wenig ist. Heißt also, jetzt fehlt jetzt nur noch die Silver Singularity, dann haben wir alles. Und für die Silver Singularity brauchen wir jetzt natürlich noch wieder mehr Blocks. Heißt also, wir gucken nochmal, ich habe noch 5000 Silver Ingots, dann habe ich keine Silver Essence mehr. Ihr seht schon, ich habe fast keine Silver Essence mehr, ich habe die meiste schon verbraucht. Aber wir können ja nochmal zusätzlich ein paar Silver Blocks craften. Ich glaube, der wird jetzt erstmal die Silver Blocks aufbauen, das heißt, ah ne, der verbraucht die ungefähr 50-50. Na dann habe ich da unten ja noch ein Crafting Upgrade drin. Ne? Ich hab hier Crafting Upgrade drin, ich habe hier ein Crafting Upgrade drin. Heißt, er wird dann auch noch die restlichen Ingots hoffentlich verkraften. Das wird eine Weile dauern, aber er wird es machen. Und dann kann ich nebenbei nochmal wieder ein paar Silver Blocks hier einfach rausziehen. Zum Glück hat man mit 4 Milliarden EMC dann auf jeden Fall auch genug, um sich alles zu holen. Und dann schmeißen wir einfach ein paar davon rein. Wir können eigentlich auch nochmal hier so auswählen. Dann sehen wir jetzt halt, 1,7k. Und wenn wir jetzt nochmal das gleiche machen, dann müssten wir so ungefähr 2,7k haben. Denn jedes Mal, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss natürlich erstmal hier öffnen. So, dann haben wir jetzt wahrscheinlich so ungefähr 2,8k sogar. Gut, den Rest mache ich auf Camera, dann haben wir auch die letzte Singularity. Und die letzten zwei oder einen Stack hier schmeiße ich nochmal manuell rein und dann haben wir noch eine letzte Singularity, nämlich die Silver Singularity, auch endlich fertig. Wunderschön. Und damit haben wir alle Singularities, die wir brauchen für das Infinity Catalyst Tile Item. Nun brauchen wir nur noch 4 weitere Items. Die Ultimate Stew, die Cosmic Meatballs, die Endless Pearl und das Record Fragment. Die Endless Pearl habe ich ja schon vorbereitet gehabt. Ist irgendwie jetzt wieder weg. Also müssen wir die einmal ganz kurz wieder aufbauen. Die ist nämlich ganz einfach. Die kostet einfach nur ein bisschen Stuff. Das ist jetzt noch 2 Neutronium Ingots, warum auch immer die jetzt nicht dabei waren. Aber hier 2 Neutronium Ingots, einfach für die Endless Pearl noch. Zack, die ist nun wirklich nicht gerade so schwer.
Also haben wir auch die. Die gehört dahin. Und auch Record Fragments sind nicht allzu schwer. Das Tolle ist, wir brauchen dafür irgendein Record, das wir verlegen müssen. Dann bekommen wir daraus 8 Record Fragments. Doch das Schöne ist, wir spielen hier mit Mystical Agriculture. Mystical Agriculture erlaubt mir, ein Blank Record zu craften und dieses dann einfach mit ein paar mehr Essenzen aufzuwerten zu irgendeiner Music Disc. Heißt, wir können uns unendlich Music Discs einfach craften. Wir brauchen nicht mal irgendwie ein kompliziertes Setup bauen. Also haben wir auch unser Record Fragment. Wunderschön. Nun fehlt also nur noch die Ultimate Stew und die Cosmic Meatballs fehlen auch noch. Denn den Rest habe ich einfach mal schon mal reingelegt, denn den haben wir ja schon mal hergestellt. Die Cosmic Meatballs sind auch nicht so schwer, denn dafür brauchen wir nur Raw Beef, Raw Chicken, Raw Pork Chop, Raw Rabbit und Raw Fish. Und das meiste davon habe ich auch schon wieder vorbereitet, nämlich Raw Pork Chop, Raw Chicken, Raw Beef und eine Pile of Neutrons, die wir ja auch brauchen. Es fehlen also nur noch die Raw Rabbits und Raw Fish. Und Fisch weiß jeder, wie man ihn bekommt, einfach durch Angeln. Und Raw Rabbit bekommen wir mit so einem Ding hier. Eine Ground Trap, die wir so herstellen, die wir in einem Bereich von 2x2, dann in einem Radius von 2 mit Dirt hinstellen müssen. Also so in den Boden rein. Und da muss halt in einem Radius von 2 Dirt sein. Und dann könnt ihr dort Fruit Bait reinschmeißen und bekommt dann Fleisch. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt Rabbit Hides und auch natürlich Raw Rabbit, den wir benutzen können, um halt unser Zeug zu craften. Das heißt, wir schmeißen einfach mal alles andere rein und brauchen nur die 2 Raw Rabbit. Nun fehlen also noch 2 Raw Fish. Und wie man Fisch bekommt, wie gesagt, ist jedem von euch bewusst. Wir bauen uns einfach eine Fishing Rod. Wir haben ja sogar schon eine. Oh, wir haben sogar schon 2 Fische. Wow, cool. Woher auch immer, aber wir haben Fische. Ach stimmt, wir können Fische ja sogar aus der Guardian Essenz herstellen, ne? Ja, stimmt, wir haben Guardian Essenz. Also haben wir die sogar daraus hergestellt. Wunderschön. Das heißt, wir können jetzt einfach die Cosmic Meatballs bauen. Zack. Und jetzt fehlt noch irgendwas. Hallo, Cosmic Meatballs, warum kann ich die jetzt nicht daraus machen? Das finde ich jetzt nicht schön. Ich habe doch alles da. Irgendwas fehlt in dem Rezept? Okay, dann ist das anscheinend verbuggt, das Rezept. Manchmal sind diese Rezepte nicht verbuggt. Und dann müssen wir das halt einmal ganz kurz folgendermaßen lösen. Zack, true, ja. Trashcan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alles reinschmeißen. Und den Fisch natürlich auch. So. Und dann holen wir uns einen einfach. Das geht dann wohl nicht anders. Ups, schmeiß weg. So. Haben wir also auch die Cosmic Meatballs. Nun fehlt nur noch die Ultimate Stew, die natürlich das beschissenste von allen ist. Denn, wie wir ja schon gesehen haben, braucht die Ultimate Stew ein paar Items, hauptsächlich aus Pams. Was ich also machen werde, ist, ich werde einfach jedes einzelne Item aus Pams mir besorgen, jeden einzelnen Seed vielmehr, und dann die einfach raussuchen, die ich brauche, und dann mir daraus die Ultimate Stew craften. Ich habe die Vanilla-Sachen hier schon mir geholt, ihr seht es schon, ein paar Sachen habe ich also schon. Mir fehlt also nur noch wiederum ein paar mehr. Und wie wir die natürlich bekommen, ist mit einem Market, das Ding hier. Und für den brauchen wir einfach noch ein paar Emeralds. Heißt, ich nehme einen Stack Emeralds und vielleicht noch ein paar Diamonds, glaube ich auch. Also holen wir uns auch davon nochmal ein paar. Ach, wisst ihr was, warum sich lange mit Crafting aufhalten? Wir können ja einfach hier rangehen und dann so Stack Diamanten auch geholt. Dann nehmen wir uns den Market, stellen den irgendwo hin. Das war die Frage, wo stelle ich jetzt noch irgendwas hin? Dass es auch noch einigermaßen okay aussieht. Keine Ahnung, erstmal hier hin. Und dann können wir hier nämlich die Seeds kaufen. Heißt also, wir klicken das einfach rein und sagen Buy, Buy, Buy und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt einfach, hol mir alle wichtigen Ressourcen und dann können wir auch die letzte Sache craften. Und natürlich geht auch das Rezept nicht. Yippie! Ihr seht schon, ich kann hier Move Items klicken, dann wird auch noch was eingefügt, aber es funktioniert halt nicht. Es gibt trotzdem keine Ultimate Stew, obwohl mit JEI sagt, dass alles da ist. Also können wir auch das blöde Ding nicht craften. Das darum heißt, dass wir all diese wunderschönen Items hier einfach in den Müll schmeißen dürfen. Das heißt, ich hole die alle wieder aus dem Crafting Table raus. Und ich kann die leider auch nicht daraus droppen. Das heißt, ich muss jetzt immer manuell die Trashcan aufmachen. Und ich mache das aber natürlich kurz on camera, damit ihr seht, dass ich auch wirklich nichts übermäßiges, nutzloses trashe oder so. So, zack. Und dass ich nichts, natürlich auch nicht trashe, was man vielleicht noch brauchen könnte. Damit ihr seht, ich habe alle wichtigen Items hier zusammen besorgt. Denn natürlich will ich hier nicht
irgendwie die Idee aufkommen, dass ich hier voll am Cheaten bin, was ich natürlich überhaupt nicht gemacht habe. Wie würdet ihr darauf kommen, bitte, dass ich cheate, um an Ressourcen zu kommen, die man überhaupt nicht bekommen kann? Das ist doch vollkommen unmöglich. Wie kommt ihr auf solche bösartigen Unterstellungen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Heißt also, wenn wir jetzt alles weggeschmissen haben, seht ihr, das Ding ist leer, das Ding ist leer. Das heißt, jetzt können wir uns bitte 9 Ultimate Stews cheaten, denn wir haben 9 Ultimate Stews daraus ja jetzt bekommen aus dem Crafting-Rezept, was wir jetzt natürlich vollkommen legit gecraftet haben. So. Zack. Und damit sollten wir eigentlich alles haben. Haben wir nicht bei den Cosmic Meatballs mehr bekommen? Ne, wir hätten tatsächlich nur einen bekommen. Okay. Das heißt wiederum, dass wir jetzt das letzte Item hier reinlegen können und immer noch nicht in Infi Seriously. Infinity Catalyst ist auch verbuggt, oder was? Der ist auch verbuggt. Ehrlich jetzt. Auch nicht craften. Ich hab doch schon extra. Okay, Ultimate Stew kann schon mal weg, nicht, dass er die versucht, jetzt mit meinem Draconic Essen aufzunehmen. Und dann können wir wohl leider auch die in Infinity Cadence nicht vernünftig craften. Das ist doch zum Kotzen. Gut, okay, machen wir das ganz einfach auch wieder hier. Wir nehmen alles in unser Inventar und nehmen die Trashcan und schmeißen auch da wieder alles rein. Weil wir ja brave Menschen sind. So. Alles in die Trashcan. Und den Cheat-Modus wieder anmachen. Und dann holen wir uns den Infinity Catalyst. Und schmeißen den jetzt hier rein, damit wir den nicht wieder nochmal machen müssen. Denn warum sollten wir was anderes machen, als das da reinzuschmeißen, ne? Zack, bumm. Und wir duplizieren Infinity Catalyst. Jetzt brauchen wir den wenigstens nochmal craften. Wenn ich jetzt schon cheaten muss, damit das Crafting jetzt ja funktioniert, dann will ich den wenigstens duplizieren können. So, dann einmal ganz kurz gezeigt. Da hinten sind die Bäume, die ich alle aufbauen musste. Da hinten ist das Feld. Ich weiß, ich habe hier, glaube ich, gar keinen Zoom-Modus mit der Rüstung. Also, ja. Da ist das Feld, da sind die Bäume, habe ich alles schön aufgestellt und auch so eine wunderschöne Farm gebaut aus Forestry, damit halt die Dinger hier auch alle abgeerntet werden können. Hier ist so eine tolle Farm, Managed Orchards, Dingens. Ja, Spaß gehabt, Spaß gemacht, wunderschöne Sache. Und, boah, meine Frame ist auch mal für den Arsch. Also richtig für den Arsch, alter Schwede, heiliger. Und dann haben wir auch schon mal unsere ersten 4 Infinity Catalysts. Die können wir eigentlich dann auch mal benutzen. Was brauchen wir denn, oder wofür brauchen wir die denn? Wir können die Infinity machen. Ich würde gerne dieses Ding hier bauen, das Sword of the Cosmos. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Infinity Ingot, dafür brauchen wir wieder mehr Infinity Catalysts. Alles andere haben wir dafür aber schon. Und sonst können wir Infinity Ingots noch wieder benutzen, um ja die ganzen Tools zu bauen nach und nach. Also ich würde gerne das Sword of the Cosmos bauen. Das würde ich gerne nochmal machen. Dann können wir die Folge nicht beenden. So, die ersten paar sind schon dupliziert. Natürlich mit ein bisschen Acceleration Wanden geht das ein bisschen schneller und wir haben unseren ersten Infinity Ingot. Und auch die können wir wieder duplizieren. Natürlich separat nochmal. Also müsste ich eigentlich fast schon mal so ein zweites Teil davon bauen, denn sonst, naja, oder ich benutze die halt einzeln. Aber dann dupliziere ich auch die nochmal. Und das sollte natürlich auch einwandfrei gehen. Wir können es mal schnell ausprobieren. Ja, wir können die da wunderschön reinlegen. Heißt also, wenn wir die nächsten paar Billionen RF voll haben, sollte das kein Problem darstellen. Ich mache hier nochmal ein bisschen schneller, dass das ein bisschen schneller geht. So, 1,45, 1,48, 9, 10. Und 0 und dann macht ihr mal ein bisschen hinne hier. Das dauert das doch so lange. Dann haben wir schon mal 4 weitere Ingots. Wunderschön. Oder 3 weitere Ingots vielmehr. Und ja, das mache ich jetzt nochmal wieder ein paar Mal. Und dann können wir uns auch die ersten paar Sachen damit basteln. Und natürlich geht das Dupen noch ein bisschen schneller, wenn wir uns einfach Infinity Blocks craften. Denn das sind ja wieder 9 Infinity Ingots. Selbes Prinzip wie bei den Neutronium Ingots. Also können wir jetzt eigentlich auch schon uns alle Ressourcen zusammenschnappen. Denn das Sword of the Cosmos braucht ja gerade einmal 2 Neutron Ingots oder Neutronium Ingots vielmehr. Dann ein Infinity Catalyst, 4 von den Crystal Matrix Ingots. Den Infinity Catalyst haben wir auch. Und ein paar Infinity Ingots. Ist mir jetzt relativ egal, wie viele genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt 46 Stück. Also alles kein Problem. Einmal das Sword of the Cosmos, bitte. Skidush. Und dieses Ding sieht nämlich extrem schick aus. Oh, es ist ein so schickes Schwert. Guck dir das an. Was für ein episch schickes Schwert das ist. Sieht einfach nur so cool aus. Und es macht Infinity Attack Damage. Weil Infinity Attack Damage halt einfach nicht übertrieben ist. Nein. Infinity ist nicht übertrieben. Den Überkiller können wir jetzt wegschmeißen, denn wir haben jetzt ein Sword of the Cosmos. Und das hat eine, naja gut, angemessene Schlagrate. Nicht so hoch natürlich wie unser Teil, aber dafür ist die Damage ja auch Infinity. Also, keine Ahnung, ich würde gerne mal irgendwas zum Klatschen haben, mit dem ich das demonstrieren kann. Hey, hallo du Moa. Bing! One Shot. Hallo du Air Whale. Bing, One Shot und Bing, One Shot und warte mal,
Das blaue Ding da. Kann ich das auch? Oh nö. Das kann ich nicht umbringen. Da reicht nicht mal Infinity Damage, weil das für den Damage-Typ Physical Damage halt einfach komplett immun ist. Dafür alle Damage-Typen außer einem einzigen. Es gibt nur einen Damage-Typ, der das Ding, das Schaden machen kann. Das ist halt. Ja. So, brauchen wir noch irgendwas? Wollen wir noch irgendein Item craften? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben theoretisch gesehen ja jetzt alles unendlich. Wir haben auch ganz viele Unlevelled Stew, die wir theoretisch gesehen in der Inventar packen könnten. Das Ding hier ist Schwachsinn, denn das ist relativ billig sogar nur. Und wir könnten uns noch die Infinity-Rüstung machen, wenn wir wollten. Aber wir haben eine Draconic-Rüstung, die ist ja basically die Infinity. Eigentlich könnten wir uns einen Longbow of the Heavens machen. Ich würde gerne mal wissen, was der macht. Heißt so ein paar Infinity-Ingots, eine Crystal Matrix. Kommen wir hier, Crystal Matrix. Dann ein paar Infinity-Ingots, die haben wir genug. Und ein bisschen Wolle. Also Wool. Zack. Dann brauchen wir vielleicht auch unseren Draconic-Bow nicht mehr, wer weiß. Bow of the Heavens. Wo ist er? Avaritias Bogen. Da, Longbow of the Heavens. So. Kann ich den eigentlich auch so schießen? Oh, schön. Das ist schon mal toll. Wir können den einfach so schießen. Wir brauchen nicht extra Infinity draufpacken. Und ja, dann gucken wir mal, wie viel Schaden machst du denn? Auf jeden Fall hat er einen relativ geringen Draw Speed, habe ich das Gefühl. Piu! Na komm, piu! Okay. Ah, cool! Lässt noch extra Pfeile regnen. Piu! Tch. Cool. Okay, also haben wir jetzt auch einen schönen Bogen. Keine Ahnung, vielleicht macht er sogar mehr schon als der Draconic Bow. Und auf jeden Fall braucht er keine Energie, was auf jeden Fall ein Vorteil ist. Sorry für die Framerate, die ist echt scheiße. Und, ja, brauchen wir noch irgendwas? Was gibt's denn noch in Avaritia? Wir könnten noch die anderen Tools bauen. Wir könnten auch den Worldbreaker bauen, vielleicht, wenn wir wollten. Oder irgendeines der anderen wichtigen Tools. Oder wie gesagt, die Infinity-Rüstung, aber. Ach, nö. Ich würde gerne wissen, ob die Infinity-Rüstung gegen den Enderdrachen, gegen den Chaosdrachen standhält. Wisst ihr was? Ich baue die Infinity-Rüstung. Ich sammle mal alle Ressourcen. Und dann machen wir uns nochmal schnell die Infinity-Rüstung. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht, aber wir probieren es mal aus. Wir basteln uns einen Helm. Dann basteln wir uns die Chestplate. Dann basteln wir uns, na, noch die Schuhe. Die Leggings. Und wir basteln uns natürlich auch noch die Boots. Boah, das war jetzt nicht so teuer, würde ich sagen. Alles noch im angemessenen Rahmen. Ist ja alles nicht so. Kostet ja alles nichts. Ich meine, es ist ja alles billiger Kram. Das ist ja alles China-Ware, die wir hier zusammenbasteln. Dann einmal die nochmal wieder zusammengecraftet, einfach weil es effektiv ist, damit wir nicht so viel übrig haben. So. Hallo, hat er jetzt ein Neutronium Nugget hier reingepackt? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gerne alle Neutronium Ingots auch immer schön in dem Ding hier lassen, damit das alles schön ordentlich sortiert ist. Wunderschön. Das heißt, wir haben die Rüstung. Und damit sollten wir eigentlich komplett unbesiegbar sein. Und die Rüstung sieht einfach auch cool aus. Die Rüstung sieht auch einfach sehr cool aus. Heißt, jetzt haben wir das Schwert, den Bogen und die Rüstung aus Avaritia komplett. Und das alles sogar, naja, fast legal. Ich meine, für die billigen Ressourcen mussten wir vielleicht ein wenig Hand anlegen, weil die blöden Rezepte nicht gingen. Das ist scheiße. Aber, naja, dafür ging alles andere, denn dieses Ding ist einfach das overpoweredste Gerät, das es überhaupt gibt. Das ist einfach für 1,5 Billionen RF einfach alles duplizieren. Ist gar nicht OP. Aber naja, dann würde ich also sagen, beenden wir diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, benutzt gerne den ganzen Doubles on Screen. Und diesen ganz anderen Schwachsinn, den ich dir sonst so anbietet. Und dann würde ich mal vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge uns einmal den Enderdrachen, beziehungsweise nein, den Chaosdrachen einfach mal vornehmen und gucken, ob wir den mit der Infinity-Rüstung überstehen können. Und dann mache ich ein Backup der Welt. Und dann gucken wir, was dann passiert. Also wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!